Na toll. Das hab nicht nur ich gesehen, oder? Dass er genau in uns drin war. Ladies and Gentlemen, ich bin Cyberpsycho, ich bin wieder am Stößen mit Phasmophobia. Ich bin solo unterwegs. Wenn alles gut läuft, wird morgen, sprich am Montag, zu dritt aufgenommen oder vielleicht auch zu zweit. Müssen wir mal schauen. Dann kriegt ihr natürlich wieder Folgen im Koop-Modus, doch heute seht ihr mich noch solo. Hier seht ihr die Questziele, Salz, 10 Grad Celsius und Zeuge eines Geister-Events. Ich dachte mir, heute nehme ich nochmal solo auf, beziehungsweise bringe ich heute eine Solo-Folge. Denn, ja, ich wollte eigentlich mal so ein bisschen über den Stream reden, denn ich fand es eigentlich ganz chillig zu streamen. Machen wir was anderes. Und vor allem, wie gesagt, Phasmophobia hatte ich noch gar nicht. Das fand ich ganz angenehm. Ich denke, euch hat es auch gut gefallen. Also ich habe zumindest jetzt nichts Negatives gehört. Ihr könnt ja mal sagen, ob ihr Bock drauf habt, dass ich öfter streame, ob ich dann nochmal zu dritt streame, beziehungsweise wenn ich streame, sprich Phasmophobia, dann will ich im... Ja, dann will ich mit euch zusammen streamen, beziehungsweise mit euch zusammen zocken. Aber ich denke, das werde ich häufiger machen, nicht nur, wenn ich eine Folge oder wenn mir eine Folge nicht gefällt und ich mir kurzfristig dazu entscheide, sie nicht hochzuladen, sondern auch wenn ich einfach mal Bock habe, Phasmophobia zu zocken, dann werde ich zusammen mit euch streamen. Fuck, ich habe schon wieder vergessen, nach dem Knochen zu schauen. Ihr habt es ja gestern im Stream gesehen, bis auf das erste Haus, waren die anderen Häuser relativ einfach. Vielleicht könntet ihr auch ein bisschen was mitnehmen, wer noch nicht in den Stream reingeschaut hat. Könnt ihr machen, oder empfehle ich euch, wir haben eine Stunde gezockt, drei Häuser, beziehungsweise vier Häuser, im ersten bin ich verreckt, weil ich behindert war. Hashtag no hate. Aber alles in allem war es, ja, war es eher chillig. Hallo, also. Und ich bin auch gerade dabei, mir Challenges zu überlegen. Sowas wie nur Anfangsequip oder keine Lichter im Haus anmachen, keine Taschenlampe anmachen. Allgemein keine Taschenlampe mitnehmen beispielsweise. Dann den Geisterraum nur mit Audiosensor finden und so weiter und so fort. Bitte Parabolmikrofon. Sowas überlege ich mir gerade. Das will ich dann im Zweigespann mit meinen Premids zocken und auch in den Videos bringen. Darauf könnt ihr gespannt sein. Falls ihr irgendwas Bestimmtes sehen wollt, könnt ihr es mich gerne wissen lassen. Aber ich denke, wir sind da schon relativ kreativ. Oh wait, ich mache nicht zu viel Licht an. 13. Sagt er, macht zwei Stehlampen an. Wow, okay, das ist eine coole Lampe. Das hat so ein bisschen was von einem... Ja, haha, Horror Game. Alles klar. Geile Wände. Okay, hier hinten scheint schon mal nichts zu sein. Hier könnten wir eigentlich... Ja, geil. Ich mache hier vorne aus. Ja, das braucht man nicht. Ach, gerade der Flur hier oben. Perfekt. Aber wir hatten das ja leider schon mal. Ah. Knochen. Easy. Hallo? Alter, ich sehe teilweise hier mein Ding jetzt nicht. So behindert. Aber 8 Grad, das bleibt hier und... Ja, oder zu kümmern. Ah ne, wie gesagt, ich fand es ganz chillig und deswegen werde ich es häufiger machen. Und... Ja. Und vor allem, ich finde es halt auch ganz praktisch, wenn ihr jetzt nicht immer, weil ich bin so einer, ich schreibe nicht gerne in Kommentare, gerade wenn jemand im Video es darum bittet, mag ich es nicht, bin einfach nicht so der Fan. Aber ich finde es wiederum ganz cool, wenn jetzt jemand livestreamt, den ich schaue, dann kann ich auch mal in den Chat reinschreiben, kann ihn irgendwas fragen, dann geht mir jetzt schneller darauf eingegangen. Und diese Möglichkeit will ich euch natürlich auch geben. Und das Ganze halt ohne, dass ihr euch, sag ich jetzt mal, ausgenützt fühlt. Okay, 10 Grad Celsius haben wir, Salz, bam, kommt alles noch. Sanity sieht noch relativ gut aus. Gut, dann gehen wir wieder rein, Geisterbox. Der Name ist irrelevant, denn wir wollen sie noch nicht provozieren. Noch nicht.
Wir haben schon mal richtig viel Zeit vertreten, indem wir erstmal da hinten lang gegangen sind, da lang gegangen sind und dann erst gerafft haben, dass es oben ist. Wenn ihr Horror-Fans seid und schreckhaft seid, schaut euch. Ah ja, da müsst ihr mir reingehen. Schaut euch den auf Silence an. Wo bist du? Next. Meine Herren. Okay. RCS ist next. Checken wir hier nochmal schnell mit EMF. Hahaha, guter Witz. Okay. Aha. Okay, der war hier im Schränkchen. Generator ist aus. Ich lasse ihn jetzt einfach mal aus. Das Wichtigste, die Geisterbox haben wir schon. Und wir haben theoretisch eine Quest, dass wir eine Jagd überleben sollen. Also eine tägliche Quest. Und ich will es nicht drauf anlegen, aber wenn wir gehuntet werden, dann stelle ich mich der Herausforderung. Deswegen erstmal Licht bleibt aus. Er ist schon mal gut aktiv, das finde ich super. Oder zumindest für das Video super. Ich bin da ein bisschen. Ich gehe da ein bisschen mit gemischten Gefühlen ran. Wir nehmen hier jetzt eine Cam mit. Salz nehmen wir auch gleich noch mit. Wir könnten auch die Follow-up. Aber wobei. Erstmal das Buch. Damit wir hier den Geist schon mal erkannt haben. Und vor allem, wenn wir wissen, was auf den Geist ist, können wir dann nochmal entscheiden, ob wir reingehen und den noch ein bisschen provozieren oder nicht. Okay. Ich bin gespannt, wenn es endlich reinkommt, dass hier unterschiedliches Wetter ist. Darauf würde ich mich schon freuen. Ich werde die Cam hier aufstellen, da er ja eben hier in dem Schrank gespielt hat. MF werde ich auch mal hier so in die Richtung legen. Ups. Und das Geisterbuch lege ich jetzt einfach hier hin. Ich schaue noch andere Plätze. Es kann ja durchaus sein, dass er einfach nur jetzt gerade keinen Bock hat oder hier in einem Platz keinen Bock hat. Jetzt haben wir gecheckt, jetzt schauen wir nochmal 5 Grad, 3 Grad. Sieht eher ein bisschen mau aus. Gut, dann gehen wir jetzt raus. Und schauen mal, ob wir einen Geist drauf sehen. Cam ist an. Okay, let's go. Ich sehe schon, wenn wir mal, oder falls ich mal die Challenge mache, dass man keine Taschenlampe verwenden darf, kann es richtig ätzend sein, wenn die Lichter ausgehen. Aber man hat ja theoretisch eine kleine Lampe, ihr seht das hier jetzt gleich. Wenn ich jetzt hier rangehe, dann seht ihr, dass es hier leuchtet. Fürs Video könnte es ein bisschen beschissen sein, deswegen bin ich noch am Überlegen, ob wir das dann auch machen werden. Eine T74 ist gut. Ja, dann schauen wir jetzt erstmal in den Gang. Danach können wir Salz mitnehmen und auch die zweite Cam. Die stellen wir dann Gang nach links auf, also ja, ich glaube jetzt mal nicht, wobei die Cam können wir jetzt Richtung Treppe, die andere Cam können wir dann in einen anderen Gang stellen. Aber bis jetzt sehe ich hier noch keinen Geisterort. Ja. Gut, zweite Cam. Und Salz. Schön aussehen tut sie auf jeden Fall. Aber ganz ehrlich, wäre hier so ein bisschen Waldgegend, könnte es genauso gut sein auf Silence sein. Genau, die kommen jetzt nach rechts. War hier hin. Die kommen hier hin. Mal aus und wieder an. Salzzeug 4 machen wir eins hier. Eins hier. Da. Gut, dann schauen wir nochmal durch die Camps. Der Geist heute ist schon mal ein bisschen nerviger.
Der lässt sich, oder der zeigt sich uns nicht so krass. Er ist aktiv, aber relativ entspannt. Also vielleicht ist es doch nicht der Gang. Und oftmals sind sie auch noch so, kann es ja auch ein Gang und noch ein zusätzliches Zimmer sein. Deswegen bin ich mal gespannt, ob wir jetzt den Geisterorb finden. Vielleicht müssen wir nochmal durch die Zimmer durchgehen. Das wäre natürlich ein bisschen unproduktiv. Aber er hat ja auch im Gang geantwortet. Who knows? Okay, hier haben wir jetzt nichts. Okay, wir haben schon mal keinen Geisterorb. EMF hatten wir Stufe 2. Können wir noch auf dem Schirm behalten. Das kann natürlich auch einer dieser Räume sein. Jetzt Fingerabdrücke. Salz ist auch noch nicht durchgewandert. Nee. Zeuge muss man noch werden. Gar keine Lust drauf. Wir hatten es schon mal, dass wir dann einen Wecker gehört haben und dass in diesem Wecker dann auch der Geister, in diesem Raum mit dem Wecker auch der Geisterorb zu sehen war. Aha. Ihr hört das Radios an. Was bedeutet, hier hatten wir zwar die Geisterbox, doch das hier. Ah, bitte mach ich das Licht an. Ist ebenfalls der Geisterraum. Deswegen stelle ich jetzt hier noch eine Cam auf. Fingerabdruck, perfekt. Ich brauche jetzt auch noch schnell ein Fotoapparat. Hier haben wir auch einen. Okay, das ist schon mal gut. Jetzt mal das Geisterbuch. Ich habe noch nicht geschaut, was für ein Geist es ist. Doch bevor ich jetzt rausgehe, feststelle, dass wir das Geisterbuch gebrauchen könnten. Und ich dann wieder reinlaschen muss. Machen wir es gleich so. Salzhaufen sind jetzt ein bisschen kontraproduktiv. Er wird hier safe nicht durchlatschen. Das hätten wir ein Skinnerzimmer platzieren müssen. Gut passiert. Normalerweise nehme ich auch ganz gerne 2-Bit, aber. Ja, ich habe um ehrlich zu sein nicht damit gerechnet, dass wir Salz brauchen. Viel zu spät. Aber gut. Das ist halt interessant an dem Haus hier. Deswegen mache ich das echt gerne. Denn hier hat man häufiger nicht nur einen Geisterraum, sondern mehrere. Und man kann, ihr habt es ja gesehen, im Flur hatten wir Geisterbox. Aber das Radio ging jetzt in dem Zimmer an. Was bedeutet, in dem Zimmer ist der Geist ebenfalls vertreten. Na, da standen wir jetzt. Ah, Geisterorb, perfekt. Wir haben alles. Fingerabdrücke und Geisterorb. Es ist ein Poltergeist. Schauen wir doch mal, was ein Poltergeist macht. Poltergeist für die Objekte auf einmal werfen. Ja, ist mir nicht aufgefallen, aber gut. Ist in einem leeren Raum fast ineffektiv. Okay, schauen wir mal. Fotos haben wir. 3 Fotos. Naja, ist ein bisschen mau. Zeuge eines Geister-Events würde ich gerne auch werden. Und jetzt an dieser Stelle, euch bitte ich, jetzt einfach zu fahren. Ihr kriegt ungefähr 150 Dollar, nehmt das Geld und haut ab. Ich gehe jetzt noch mal rein, ich habe auch noch eine Tagesquest und so, wäre es jetzt nicht für ein Video, würde ich es nicht machen. Aber ich will natürlich auch schon, dass wir Zeuge eines Geister-Events werden. Und vielleicht noch ein Foto bekommen. Deswegen gehe ich jetzt erstmal zum Generator, mach das Licht wieder an. Dann seht ihr auch besser. Und dann schauen wir doch mal, ob wir vielleicht das Glück haben, den Geist zu finden. Hätte ich jetzt Eisenstangen à la Sam und Dean, würde ich mich ein bisschen wohler fühlen, aber haben wir leider nicht. Wir müssen halt auf altmodische Art und Weise gegen den Geist vorgehen, und zwar Foto machen, weglaufen. Okay, er ist schon mal in der Nähe. Wir haben die Tür gehört. EMF ist auch im Schlüssel. Der
Hä, ist Licht angemacht? Aber hier ist auch Licht an. What the fuck? Wir haben nur das Radio ausgemacht, aber kein Licht angemacht. Mal schmecken wir es auch nicht an. Jetzt halt schon gerne, wenn er noch die Salzhaufen geht. Aber ich glaube, da hoffen wir vergebens. Hier drin war auch schon mal. Na toll. Das hab nicht nur ich gesehen, oder? Dass er genau in uns drin war. What the fuck? What the fuck? Ich dachte schon, was ist so viel Schatten neben uns? Auf einmal sehe ich, dass es eine Axt ist. Okay, Ladies and Gentlemen, wenn ich das überlebe, hauen wir ab. Das Video ist vorbei. Aber ich glaube irgendwie nicht, dass wir das überleben werden. Danach einfach nur noch raus hier. Kennt ihr das, wenn ihr so eine Gänsehaut bekommt, die so nass kalt ist? Weil ihr wisst, ihr habt einfach noch einen. Okay, er hat aufgehört. Okay, raus hier, raus. Ich mache hier noch ein paar Fotos. Vielleicht haben wir noch Fingerabdrücke. Ich provoziere den Geist jetzt nicht nochmal. Da war der Geist! Wir haben leider, glaube ich, kein Foto von ihm gemacht. Alter, Vater, hätten wir uns jetzt nicht umgedreht. Hätten wir den Geist nicht gesehen. What the frack? Wie häufig übersieht man dann den Geist? Alter, Vater, einfach raus hier. Okay, schau mal. Wir haben nochmal Fingerabdrücke. Nochmal Fingerabdrücke. Leider kein Foto vom Geist. Schade, Schokolade. Der wäre hier drauf zu sehen. Aber gut, wir haben mehrere Fingerabdrücke. Wir wurden leider, glaube ich, kein... Wobei doch, der Geist war doch da. Also wurden wir eigentlich Zeuge eines Geistes-Events. Durch Salz ist er wahrscheinlich nicht gewandert. Warte, sehen wir das auf dem Foto? Ne, Salzhaufen sehen noch unberührt aus. Gut, aber wenn es jetzt... Ich sag mal so, am Salz soll es jetzt nicht scheitern. Wir hatten so einen Luck. Wir sind vom Geist weggerannt und waren in ihm drin. What the fuck? Okay, er ist durch Salz gehandelt, aber Zeuge eines Geist-Events wurden wir nicht. Aber ganz ehrlich, wir haben ihn gesehen. Er hat uns gehandelt. Wir waren in ihm drin. Das reicht mir. Ich fahre jetzt, alter Vater. What the fuck? Einmal ist mir das schon mal passiert, dass ich weggelaufen bin und der Geist war in mir drinnen. Da ist mir schon so das Herz in die Hose gerutscht. Jetzt war es nochmal. Wir sind einfach umgedreht, sind neben den Geisterraum gegangen. Und sind davon gekommen. $190, die nehme ich gerne an. What the fuck? Wie viel Geld haben wir? 688, also ja, bald können wir hier alles auf Stufe 8 bringen. Aber Ladies and Gentlemen, das war's mit diesem Video. Ich dachte erstmal, das wird eine entspannende Folge, relativ zügig. Der Geist hat auf sich warten lassen und hat uns dann nochmal richtig einen auf die Schnauze gegeben, indem er einfach in uns gespawnt ist und wir synchron neben ihn gelaufen sind. Richtig krank. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns. Bis dann. Ciao, ciao.